So, hervorragend. Scheint zu klappen. Ich habe es mir erspart, heute nochmal zu versuchen, in die Veranstaltung zu posten. Ich habe mir das nochmal relativ lange gestern Abend überlegt, wie mache ich das jetzt? Und habe mir gedacht, ich spiele jetzt einfach direkt in meine Chronik ein und wenn das Ganze dann runtergeladen ist, nächste Woche, ich hätte es in die Veranstaltung geschrieben, in die Veranstaltung Quersprech, dass ich das dann im Anschluss hochladen werde. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten hinbekomme. Morgen ist ja der letzte Termin von meiner kleinen Reihe Quersprech. Für alle, die jetzt das erste Mal einschalten und keinen Plan haben, wovon redet die gute Frau? Anlass war der Anschlag von Halle. Meine Reaktion war, ja, es ist wieder so das Übliche, was wir machen, Betroffenheit, Solidarität, und dann große Ratlosigkeit, Hilflosigkeit, wir gehen zum Alltag über. Und ich bin der Meinung, wir können es nicht darauf konzentrieren, wenn Attentate passieren, wenn es zu Anschlägen kommt, dass wir dann eben Solidarität und Betroffenheit zeigen, sondern dass wir was in unserem Alltag ändern sollten. Mein Mittel der Wahl ist die Kommunikation. Ich rede gerne. Und viel, wie mir immer häufiger gesagt wird, aber liegt auch daran, dass ich was zu sagen habe, meiner Meinung nach. Ja, worum ging's? Es ging jetzt in den letzten Tagen, zu Anfang ging es, am ersten Tag ging es darum, um den Begriff Gleichberechtigung. Wie ist das überhaupt und was ist das für eine innere Haltung, die damit verbunden ist? Da bin ich drüber ins Grübeln gekommen aufgrund eines Satzes, der mir untergekommen ist. Am zweiten Tag ging es dann um die Begriffe Klischee, Vorurteil und Rassismus. Wie ist da so die Steigerung? Was unterscheidet da das eine vom anderen? Da bin ich dann mit einem Beispiel gekommen, der Neptunianer, die die Kirschbäume niederreißen und zertrümmern. Dann ging es am dritten Tag ging es dann um woran wir diese Diskriminierung, dieses Gefühl der Diskriminierung, woran wir das erkennen, woran wir das festmachen können und wie sich das Ganze dann auch anfühlt. Gestern ging es dann um die Tatsache, dass es schmerzhaft ist, wenn wir uns mit Ausgrenzung auseinandersetzen. Und zwar in jedweder Hinsicht, geistig, körperlich. Es ist schmerzhaft, es ist durchaus mit Schmerzen verbunden. Und trotzdem lohnt es sich. Und heute ist mal dran, wie geht man damit um, wenn man engen Kontakt hat mit jemandem, der extrem eingestellt ist, der Altnazi ist. Wie arbeitet man mit jemandem zusammen, der Altnazi ist? Oder wie macht man das, wenn jemand ein Frauenfeind ist, wenn jemand ein Sexist ist und die Finger nicht von einem lassen kann? Wie macht man das? Wie arbeitet man damit? Sowohl als Frau, als auch als Mann, als auch Mensch dritten Geschlechts. Diskriminierung kennt da ja keine Grenzen und es kann jedem passieren, in jedem Alter passieren. Also wie geht man damit um? Dazu drei Dinge. Erstens, am Ball bleiben. Zweitens, geistiges Preppern, also vorbereiten. Und das Dritte ist aus meiner Sicht, den Täter oder die Täterin versuchen zu verstehen. So, was meine ich jetzt damit? Das hört sich jetzt ja alles wieder so theoretisch an. Ganz konkrete Beispiele am besten wieder. Geistiges Preppern und am Ball bleiben ist, glaube ich, das, was vielen, vielen am schwersten fällt. Wie macht man das, wenn man, also fangen wir mal konkret praktisch an. Wie ist das, wenn du im Beruf feststellst, dass du einen Kollegen hast, der stramm rechts einzuordnen ist oder jemanden als Kollegen hast, der dir auch schon mal ganz zufällig irgendwie an den Busen fasst oder an den Hintern greift. Was machst du in solch einer Situation, außer demjenigen eine zu klatschen? Du klärst ganz klar und deutlich, was geht und was nicht geht. Beim Nazi klärst du beispielsweise ganz konkret, dass du die Einstellung verabscheust, dass du eine ganz andere Sicht der Dinge hast und schaust dann, wie schlimm das Ganze ist und ob das
Dauerbeschallung wird oder ob das einfach nur Gehabe ist. Wieso ist man so extrem? Um das zu verstehen, einfach mal in die Tiefe gehen. So das Offensichtliche ist, die Menschen sind von Hass erfüllt. Das ist aber zu einfach gesagt. Der nächste Schritt wäre zu sagen, sie hassen sich selbst, keine Selbstliebe, Selbstverachtung und das müssen sie auf irgendwen projizieren. Ich würde mal sagen, ja, aber auch das ist nicht die Ursache. Meiner Ansicht nach ist die Ursache, sowohl der Hass als auch der Selbsthass, all das sind Symptome. Für mich ist das ursprüngliche Gefühl, das Gefühl der Liebe. Wenn etwas uns sehr viel wert ist, lieben wir es. Wir lieben uns selbst. Jeder liebt sich in irgendeiner Form selbst und möchte nicht wie der letzte Honk behandelt werden. Und möchte auch nicht blöd dastehen. Und möchte auch was erreichen im Leben. Und jeder hat auch noch andere Dinge, die er liebt. Beispielsweise die Heimat, Bräuche, Traditionen. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, ja, die liebe ich. Oder auch der Fußballverein oder was auch immer, der Wahl. Ich liebe es. Oder in meinem Beispiel passt ganz gut, ich bin ja Trekkie, ich bin Star Trek-Fan und es gibt auch Star Wars-Fans. Und es gibt viele Star Wars-Fans, die Star Trek-Fans nicht auf die Schwarten gucken können und vice versa, also auch andersherum, ist genau das Gleiche. Das ist dann so, ich liebe nur das und jeder, der das nicht liebt, hasst es. Und wer das, was ich liebe, nicht liebt, hasst es und deswegen muss ich denjenigen dann auch abwehren und hassen und kontra gegen die Person sein, die anders denkt als ich. Wenn ich jetzt also davon ausgehe, dass ich beispielsweise es liebe, mit anderen Menschen zusammenzuleben, die genauso ticken wie ich selbst, die haargenau die gleiche Art und Weise haben, wie sie ihren Vorgarten präparieren, die gleiche Art und Weise, wie sie ihre Blumen pflanzen, die gleiche Art und Weise, wie sie zur Arbeit kommen, alle fahren die gleiche Automarke. Also wenn ich liebe, mit der gleichen Art von Mensch umgeben zu sein, dann empfinde ich alles, was das in Frage stellt, als Angriff. Es verwandelt sich in Hass auf alles andere. Und Hass ist ja wie so eine Art Virus, verteilt sich gerne und wird weitergereicht und verbreitet sich und wird dadurch auch immer stärker und größer, zieht immer größere Kreise. Das Gute ist, das ursprüngliche Gefühl, die Liebe, auf die trifft das auch zu. Das heißt, der einzige Weg, einen Extremisten zu verstehen, wäre erstmal zu verstehen, nicht was hasst er, sondern was liebt er oder sie. Also wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der sich dadurch hervortut, alle zu begrapschen, dann stellt sich die Frage, warum tut er das? In der Regel, entschuldigt bitte, liebe Leute, sind es meistens tatsächlich Männer. Es gibt auch Frauen, die so handeln, aber meistens sind es Männer, die das Bedürfnis haben, das zu tun. Warum tun sie das? Die tun das, denke ich, aus meiner weiblichen Sicht, korrigiert mich gerne, weil sie versuchen, einem Bild gerecht zu werden, das sie von sich selber haben und von ihrer Umgebung haben, von dem, wie andere zu reagieren haben. Das scheint so eine Art Wettbewerb zu sein. So in der Richtung, schaut, was ich kann, wer ich bin, was ich zu bieten habe.
Und das wird auf eine sehr unglückliche Art und Weise versucht zu kommunizieren, lass es mich mal so formulieren. Die Frage ist, warum versucht er das so? Aus meiner Sicht, um in irgendeiner Weise einen Status zu erlangen, von anderen Kollegen dafür bewundert zu werden, dass er sich das traut, in Anführungsstrichen, sich so zu benehmen, wie eine Pottsau. In der heutigen Zeit hat er damit eher weniger Erfolg. Früher war das, bis vor ein paar Jahren war das anders. Da war das mit einer gewissen Bewunderung von bestimmten Menschen verbunden, wenn sich jemand so benommen hat. Und das hat sich so ein bisschen verfestigt. Wer sich so benimmt, bekam dann nicht Kontra. Hat gelernt, ich bekomme kein Kontra. Ihr erinnert euch an dieses Beispiel, was ich euch gegeben habe von dem Jungen, der mir da an den Kopf geknallt hat, Kanackenfreund, und dann Hackengas gegeben hat und damit dann eben auch durchkam. Und ich vermute, dass es kein Einzelbeispiel ist, sondern dass es eben Verhaltensweisen gibt, die sich mit der Zeit steigern, die sich im Laufe der Zeit immer mehr verselbstständigen, sodass es so aussieht, als wäre ein Verhalten normal. Und das hängt dann eben auch sehr stark vom Umfeld ab. Ob das Umfeld sagt, ja, würden wir genauso machen, oder schweigt und durch das Schweigen auch Zustimmung ausdrückt, denn Schweigen heißt zustimmen, oder ob jemand von Anfang an gesagt hat, so aber nicht, oder zwischendurch wenigstens sagt, so aber nicht. Das heißt, es kommt darauf an, schon bei Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, bei kleineren Dingen zu sagen, stopp, und zu erklären, warum man das nicht möchte. Im Zuge der MeToo-Debatte ist es ja häufig so gewesen, dass plötzlich Frauen sich gemeldet haben, die vor vielen, vielen Jahren, vor vielen, vielen Jahrzehnten Übergriffe erlebt haben. Das Gleiche gilt übrigens auch für Männer. Auch Männer haben sich gemeldet und haben von Übergriffen berichtet. Und diese Frauen und Männer wurden teilweise dann wie Helden hochgejubelt. Ich persönlich mache da eine große Unterscheidung. Es gibt Menschen, die wirklich ein traumatisches Erlebnis hatten, die darüber nicht sprechen konnten, die das verarbeiten mussten und erst nach Jahren und Jahrzehnten die Kraft finden, darüber zu sprechen. Da würde ich sagen, das sind vielleicht, lass es mal maximal 10% der Personen sein, die sich jetzt darüber aufregen und die sich jetzt diesem Protest anschließen und dann sagen, ja, mir ist das auch passiert, mir ist das auch passiert, mir ist das auch passiert. Bei sehr, sehr vielen Personen kommt dann nämlich sowas wie, ich konnte ja nicht sagen, ich hätte vielleicht meinen Job verloren. Ich konnte ja nicht sagen, das war ja üblich in meiner Nachbarschaft. Ich konnte ja nicht sagen, weil meine ganzen Freunde hätten das nicht verstanden. Ich konnte ja nicht, weil, Verallgemeinerung, andere haben ja, hätten sich sonst gegen mich positioniert. Das zeigt aber, wie tief das ist, wie tief das in den meisten Menschen drin sitzt, nur etwas zu tun oder etwas zu unterlassen, wenn es gesellschaftlich akzeptiert ist. Selbst wenn Unrecht geschieht, gibt es sehr viele Menschen, die einfach nicht den Mund aufmachen, weil sie der Auffassung sind, sie dürften es nicht sagen, denn die Umgebung würde darauf falsch reagieren. Das hat zwei Effekte. Einmal den negativen Effekt, dass viele den Mund halten, wenn sie ihn aufmachen müssten. Und es hat außerdem den Effekt, dass Personen, die
sagen wir mal, eine etwas eigenartige Vorstellung von der Welt haben, die der Meinung sind, Frauen oder Männer oder Personen dritten Geschlechts wären weniger wert oder Rassen. Es gäbe Rassenunterschiede oder es gäbe Religionen, die weniger wert sind als andere Religionen oder Menschen, die keine Religion hätten, wären weniger wert oder Personen, die abtreiben, würden in die Hölle fahren oder ähnliche Dinge, dass diese Personen sich dadurch immer mehr bestätigt fühlen, weil sie A, in einem Umfeld sich hauptsächlich befinden, in dem da eine gewisse Zustimmung herrscht und B, wenn sie auf Personen treffen, die anderer Meinung sind, dann die Erfahrung machen, dass diese anderen Personen nicht den Mund aufmachen. Ich hatte in meiner Ausbildungszeit hatte ich unglaubliches Glück. Das waren 3 Jahre der Erholung für mich. 3 Jahre der absoluten Erholung. Ich war bis zu meiner Ausbildung in der Schulzeit, bis zum letzten Schuljahr, habe ich immer wieder erlebt, der eine oder andere Mann hat da mal blank vor mir gezogen, da wurde mir mal an den Hintern getatscht, da wurde mir mal an den Busen getatscht und ähnliche Dinge. Und bei jeder einzelnen Gelegenheit habe ich dann die Grenze gezeigt. Ich wurde dann auch handgreiflich in dem Fall, da mir gegenüber auch handgreiflich geworden wurde. Dann kam meine Ausbildungszeit und ich erlebte, oh, wie wunderbar, es gibt auch Männer, die normal ticken. Fand ich hervorragend. Und dann nach meiner Ausbildung wechselte ich den Betrieb und landete dann wieder in einem Betrieb, wo ich das gleiche Problem hatte. Wo ich dann auch einen Kollegen hatte, der es nicht fertig brachte, 3 Sätze hintereinander zu artikulieren, ohne chauvinistischen, sexistischen Spruch. Und der es auch nicht auf die Reihe bekam, dass, wenn er an einem vorbeiging oder wenn man selber an ihm vorbei musste, mal die Hände bei sich zu behalten. Hat der Mann nicht fertig gekriegt. Und der Mann war über 50. Was macht man dann, wenn man da einen so gewaltigen Altersunterschied hat und wenn man gelernt hat, gegenüber älteren Menschen einen gewissen Respekt zu empfinden normalerweise und sich dann auch in Sachen körperlicher Reaktion zurückzuhalten, weil man das Gefühl hat, wenn ich dem eine scheue und der liegt da in der Ecke, dann kommt er nicht mehr hoch. In dem Fall sagst du, also habe ich jedenfalls so gehandhabt, dass ich mir den Kollegen gekrallt habe. Ich habe ihn mir unter 4 Augen gekrallt, sodass es kein anderer mitbekommen hat, sodass das Gesicht dieses Mannes gewahrt wurde und habe ihm ganz klar gesagt, dass das inakzeptabel ist und es mir völlig egal ist, wenn andere sich das gefallen lassen würde. Ich würde es mir nicht gefallen lassen und ich würde es auch nicht tolerieren, wenn ich es sehen würde, wenn er das bei anderen macht. Und ich habe ihm auch ganz klar gesagt, wenn er das nochmal bei mir versuchen würde, würde er hinterher im Krankenhaus liegen. Das war das erste Mal wahrscheinlich in seinem Leben, dass er ein derartiges Kontra bekommen hat. Und danach hat sich sein Verhalten auch geändert. Es hat sich mir gegenüber geändert und ich habe auch nie wieder in meiner Gegenwart erlebt, dass das passiert ist. Ich habe hintenrum erfahren, dass er das nicht lassen konnte. Das habe ich auch nicht erwartet, dass da plötzlich so ein Charakterwandel irgendwie vollzogen wird. Aber immerhin, einen gewissen Erfolg konnte ich schon mal verzeichnen in der Hinsicht. Einfach dadurch, dass ich gesagt habe, Freund und Kupferstecher, bis hierhin und nicht weiter. Ich war gerade neu in dem Betrieb. Und ja, das war durchaus eine Hausmarke. Das war ein alteingefleischter Betriebsmitarbeiter, der da sehr lange gearbeitet hat schon, hatte eine gewisse Position, hatte dadurch auch gewisse Rechte, war gut angesehen bei der Geschäftsleitung. Und mir war klar, dass das auch völlig nach in die Richtung gehen kann. Die hat in die Kasse gegriffen oder sonstige Sachen, die dann schnell mal aufs Tablet kommen. In irgendeiner Form, dass sich da irgendwas zusammengespannen wird und dass das dann auch geglaubt wird. Denn alteingesessenen Personen
glaubt man bedauerlicherweise häufig eher als Neuzugängen. Auch das ist leider eine gesellschaftliche Tatsache. Also, ich hätte kurz nachdem ich da angefangen habe, sofort wieder entlassen werden können. Warum habe ich das trotzdem gemacht? Na, vielleicht jugendlicher Überschwang oder ähnliches? Nein, nicht unbedingt. Das ist jetzt dieses geistige Preppern, was ich auch jedem empfehlen kann. Wenn du vorher dir überlegst, was sind die schlimmstmöglichen Folgen deines Tuns und was sind die schlimmstmöglichen Folgen deines Nicht-Tuns, dann kristallisiert sich von selbst heraus, wie du reagierst. Vielleicht ist es ja auch so, dass du dich überhaupt nicht trauen kannst, den Mund aufzumachen, dass du eben die Erfahrung gemacht hast, die Welt geht unter. Dann wirst du dich irgendwie mit solchen Situationen arrangieren müssen. Es ist der falsche Weg, denn dieses Arrangieren bedeutet auch für alle anderen in deiner Umgebung, dass sie dein Arrangieren, dass sie ebenfalls darunter leiden werden, spätere Personen, die mit diesem Mann zu tun haben. Ich für mich habe mich hingesetzt und habe dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Situationsanalyse, Betriebsrat kannst du knicken, Vorgesetzten kannst du auch knicken. Andere ältere Kollegen kennen das und schauen weg, machen nicht den Mund auf. Leute, die so in deiner Ebene sind, kannst du auch knicken. Also ist das eine Sache, die du alleine regeln musst. Also gibt es hier zwei Möglichkeiten. Anpassen und ignorieren und ertragen, bin ich nicht für geeignet. Meiner Wege gehen, wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, wenn er jetzt meinen Warnschuss und meine Ansage nicht verstanden hätte. Oder aber eben das, was ich gemacht habe, drauf zugehen, sprechen. Denn ich habe mir gesagt, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Wenn ich jetzt mit ihm spreche, kann es mir passieren, dass mir jetzt Dinge untergeschoben werden, untergejubelt werden. Ja, das ist für mich auch nur keine neue Erfahrung, sage ich jetzt mal so. Dass mir irgendwie untergeschoben wird, dass ich irgendwas machen würde, ist nun wirklich jetzt nichts Neues für mich. Also dementsprechend habe ich dann gedacht, na gut, damit kennst du dich ja aus. Damit kommst du schon klar, du weißt ja, dass du es nicht gemacht hast. Und es kommt dann von jemandem, dem du nicht ausstehen kannst, also kann dir das Latte Macchiato sein. Beruflich gesehen kannst du das dann auch klarstellen, wenn da irgendwie später im Zeugnis irgendwas stehen sollte. Hast du immer die Möglichkeit, da ein Gegenzeugnis oder auch auf juristischem Wege gegen vorzugehen, hast du Möglichkeiten. Und das war's. Mehr könnte nicht passieren. Das Einzige, was passieren konnte, war eben, dass mir da beruflich was passiert, dass ich eventuell den Job wieder verlieren würde, mir was Neues suchen muss, vielleicht eventuell dann unter erschwerten Bedingungen, aber das war's. Mein Leben war nicht in Gefahr, meine Gesundheit war nicht in Gefahr, auch kein anderes Leben, auch keine andere Gesundheit war in Gefahr. Also war das einfach die Abwägung. Und dann werde ich eben tätig. Und das ist dieses geistige Preppern, was ich jedem empfehle. Einfach hinsetzen und überlegen, was ist das Schlimmstmögliche, was passieren kann. Und ist das wirklich so tragisch? Geht die Welt von unter? Fällst du dann tot um, wenn das Schlimmste aller Dinge passiert? Oder kannst du damit leben? Also das ist eine Möglichkeit. Jetzt muss ich sagen, dass dieser Betrieb, den es da betroffen hat, ein Extrembeispiel war. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so extreme Personen andere extreme Personen irgendwie anziehen. Also in dem Fall war es wirklich ein Sexist. Passte zum Nazi. Mein damaliger Chef war ein Alt-Nazi. Und ich meine Alt-Nazi. Das war so in ganz, ganz vielen kleinen Nebensätzen und in so Bemerkungen und in so Gesprächen, warum er keine ausländischen Mitarbeiter so gut finden würde und warum er dann eher so auf die deutsche Fachkraft setzt und nicht nie irgendwie dort und dahin verkaufen würde. Und das würde er nicht machen, weil. Also das waren alles so Nebensätze, die hauptsächlich kamen. Aber der
größte Hinweis befand sich dann aus meiner Sicht tatsächlich dann über den Pausenraum dieses Betriebes. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber normalerweise hängt man sich ja das an die Wand, was man besonders schätzt. Also Bilder von der Familie, Urlaubserinnerungen, einen alten Ölschinken, der einem was bedeutet, was auch immer. Also irgendwas, was einem viel bedeutet. Und das macht man ja privat, das macht man auch in der Firma. Über unseren Pausenraum, also wir mussten da so eine Treppe hochgehen und dann kamen wir so in Richtung Pausenraum. Und oberhalb der Tür dieses Pausenraums war ein Riesenschinken. Jetzt muss ich sagen, ich bin ja nur klein und mir ist das Ding nie aufgefallen, weil das, dann muss ich schon so gucken, um das zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe es erst zur Kenntnis genommen, als ich tatsächlich gekündigt hatte. Ich hatte dann 1,5 Jahre mir das angetan und habe dann irgendwann gesagt, JWD, ich habe eh keinen mehr, mit dem ich hier arbeiten kann. Ich gehe jetzt meiner Wege. Und so in der letzten Woche, also als ich schon gekündigt hatte und mich so langsam von allen verabschiedet habe, habe ich mir dann gedacht, was hängt denn da eigentlich? Und gucke so nach oben und erkenne, was da hängt. Ein gut 2 Meter breites Bild mit einem sehr bekannten Tor. Und auf diesem Tor der sehr bekannte Schriftzug, es war eine Fotografie, Vergrößerung, Arbeit macht frei. Was soll man dazu sagen? Ich war auf jeden Fall froh, dann den Betrieb verlassen zu haben. Mein nächster Betrieb war dann sehr viel multikultureller. Und da habe ich mich dann auch sehr viel wohler gefühlt. Einfach, da gab es dann auch so Schwierigkeiten. Auch durch das Vielfältige gab es dann eben sehr viele Reibungspunkte, weil die Natur der Menschen unterschiedlich ist. Sage ich jetzt einfach mal. Ein Schotte ist anders geprägt als jetzt beispielsweise ein Italiener. Oder ein Deutscher ist anders geprägt jetzt als beispielsweise ein Weißrusse. Also so, wir hatten sämtliche Nationalitäten bei uns dann im Betrieb und wir haben alle voneinander profitiert. Also da habe ich mich erholt. Das fand ich das sehr, sehr erholsam. Weniger Diskussionen und Co. Ja. Also im Grunde genommen geht es darum, dich auf Situationen vorzubereiten. Es geht darum, zu erkennen, worum geht es dieser Person jeweils. Also bei dem Mann ging es tatsächlich darum, dass er sich selber profilieren wollte. Und ich habe dann eben dafür gesorgt, dass er jetzt sein Gesicht wahren konnte, aber eben auch wusste, bei mir konnte er sich nicht profilieren. Musste er sich irgendwie eine andere Möglichkeit suchen, aber nicht mich. Also dadurch war so geklärt, wir haben beruflich weitergearbeitet. Auch das habe ich dann in dem Gespräch klargestellt und habe dann ganz klar gesagt, solange wir hier dasselbe Ziel verfolgen, in dem Fall die Arbeit für den Betrieb, arbeiten wir zusammen. Aber nur dieses gemeinsame Ziel wird verfolgt und alles andere, da sind wir nicht auf derselben Wellenlänge unterwegs und ja, das läuft dann auch. Also wenn du einfach so für dich klärst, wenn du in so einem Betrieb bist, wo das eben vorkommt, kannst du eben für dich nur entscheiden, deiner Wege zu ziehen oder dich damit auseinanderzusetzen. Wenn du dich damit auseinandersetzt, gibt es die Möglichkeit, das Ganze hinzunehmen und zu ertragen. Ganz schlecht. Oder aber eben dagegen anzukämpfen. Und da hängt es davon ab, ist dir das betriebliche Umfeld das wert? Ja oder nein? Das muss jeder so für sich selber wissen. Da gebe ich dir keinen Ratschlag. Das musst du wirklich von deiner jeweiligen Situation abhängig machen. Es gibt auch sogenannte Brückenjobs, sage ich jetzt einfach mal. Die zieht man durch, weil man Essen auf dem Tisch haben muss, weil die Situation nun mal gerade so ist, wie sie ist. Aber mit einem anderen Ziel vor Augen. Und dann weiß man, es ist jetzt für 2 oder 3 Jahre oder ähnliches. Und dann bis dahin wird gekämpft und danach wird sich erholt. Auch das ist eine Möglichkeit. Also das sind alles so Dinge, die kannst du nur selbst im Grunde genommen entscheiden. Dieses geistige Preppern und dieses am Ball bleiben grundsätzlich ist aber das, was du üben kannst. Du wirst immer wieder diese Situation erleben, dass du
vom Nachbarn blöden Witz kriegst oder dass du mitbekommst, wie irgendwas gepostet wird. Da habe ich auch bei einem ehemaliger Facebook-Freundin, habe ich einen Post gefunden, der mich richtig sauer gemacht hat. Da ging es dann um einen vermeintlichen Witz, der gleichzeitig sowohl Juden als auch Muslime beidseitig es geschafft hat, miteinander so dermaßen ekelig zu verquicken, und zwar auf eine Art und Weise, dass ich einfach nur gesagt habe, okay, das ist widerlich. Und dann habe ich das einfach mal einem Freund geschickt und habe ihn gefragt, was denkst du dazu? Weil ich war so auf der Palme, dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt anscheinend gerade ein extremer Trigger bei dir, jetzt komm erstmal runter und reagiere jetzt nicht zu harsch. Frag erstmal einen anderen, der ungefähr so tickt wie du, und guck mal, wie der so darauf reagiert. War auch ganz interessant, der hat erstmal gar nicht reagiert, lange Pause, bis ich danach gefragt habe, und dann kam raus, er wusste nicht so richtig, was er mit dem Ding anfangen sollte, und hat dann verzweifelt gesucht, ob es da irgendwo einen Witz gab, den er nicht erkannte. Und war dann so ganz vorsichtig, ob das so mein Humor wäre. Also da hatten wir dann auch eine längere Diskussion danach. Aber ich habe mich dann entschieden, bei der Person, die das ursprünglich gepostet hat, nachdem ich dann festgestellt habe, es ist nicht nur meine Reaktion, wo ich gesagt habe, da ist nichts Witziges dran, das ist ein rassistisches Ding und nicht mehr und nicht weniger, dass er das dann eben auch so gesehen hatte, war das dann für mich so geklärt, ich reagiere nicht über, sondern andere sehen das auch so, und habe mich dann mit dieser Facebook-Freundin in Verbindung gesetzt und habe dann eben auch über Messenger mitgeteilt, dass das eben grenzwertig ist und dass das völlig falsch rüberkommt und dass sie sich doch mal überlegen möchte, ob sie das weiter verbreiten will, ob sie das gut findet, weil das ist eben antisemitisch, es ist eben muslimfeindlich, ob sie das für eine tolle Idee hält, und andere würden das eventuell auch so verstehen und dann eben sie auch so einschätzen. Daraufhin hat sie sich fürchterlich darüber aufgeregt, dass ich das von ihr denken würde, und alle, die sie länger kennen würden, würden wissen, dass das für sie nur ein Spaß war und dass sie nicht so denken würde. Ich bin bei meiner Meinung geblieben und habe ihr nochmal gesagt, dass da nichts Witziges dran ist und dass es auch kein Spaß ist. Und daraufhin hat sie sich bei mir aus meiner Freundesliste verabschiedet. Ich nicht, also ich habe sie nicht rausgenommen, sondern sie hat mir dann die Facebook-Freundschaft gekündigt. Was ich bedauert habe, denn ich bin der Meinung, dass es ein ganz normaler und vernünftiger Mensch war, mit dem ich mich da auseinandergesetzt habe, und war dann etwas enttäuscht, dass daraufhin dann eben die Verbindung abgebrochen wurde. Aber gut, ist so, wie es ist. Was machst du, wenn du auf solche Posts stößt? Oder wenn du, was ich auch hatte, wenn du im Taxifahrer unterwegs bist, der eine Bemerkung nach der anderen reißt, die wirklich unterhalb der Gürtellinie sich befinden, und du jedes Mal immer wieder dagegen hältst und dagegen hältst und dagegen hältst. Genau das dagegen halten. Das ist alles, was man da machen kann. Man kann nur dagegenhalten. Man kann immer wieder nur dagegenhalten. Es gibt, aus meiner Sicht, gibt es vier Möglichkeiten, bei solchen, in so einer Situation nicht zu reagieren. Erstens, du kriegst es nicht mit. Es kann tatsächlich passieren, dass du in der Gruppe bist und jemand ausgegrenzt wird, verbal, und du das nicht mitbekommst, weil du dich gerade um jemand anders gekümmert hast, weil du gerade mit einem anderen ein Gespräch geführt hast. Das kann tatsächlich passieren. Kommt vor. Es kann auch sein, dass du derselben Meinung bist und diesen Kommentar genauso von dir geben könntest. Das ist die zweite Möglichkeit, auf sowas nicht zu reagieren. Die dritte Möglichkeit ist wirklich zu sagen, ich kann nicht mehr. Es ist mir zu anstrengend. Ich habe
in den letzten Wochen und Monaten, ich bin ständig nur am Kämpfen, ständig nur am Richtigstellen, ständig nur am Korrigieren und ich kann jetzt gerade mal nicht. Diesen Kommentar lasse ich jetzt mal durchgehen. Kommt auch vor, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon gemacht. Es gibt Situationen, da kann man einfach nicht mehr. Wenn man von ein und derselben Person 50 Mal den gleichen dämlichen rassistischen Spruch zu hören gekriegt hat, in unterschiedlichster Kombination, und du 50 Mal immer wieder dagegen gekontert hast, dann kann es dir passieren, dass du beim 51. Mal wirklich sagst, so, ja, mach doch. Dann kommt es natürlich darauf an, dass du nicht dauerhaft sagst, mach doch, sondern dass du dir einfach mal eine Auszeit beim 51. Mal gönnst und sagst, nee, heute nicht, mir fehlt die Kraft, und dann beim 52. Mal wieder sagst, nee, ist immer noch scheiße, was du da laberst. Das ist eben dieses kontinuierliche am Ball bleiben. Und noch eine Möglichkeit, die fünfte Möglichkeit, ist es wirklich, überrumpelt zu werden und nicht zu wissen, verdammt, jetzt hätte ich aber reagieren müssen, ich wusste aber nicht, was ich sagen sollte oder ich wusste nicht, was ich tun kann. Ich ärgere mich im Nachhinein, hätte ich doch nur was dagegen gesagt, hätte ich doch nur Partei ergriffen, wäre ich doch nur irgendwie dazwischen gegangen, hätte ich das doch nur richtig gestellt. Und das ist völlig menschlich. Das ist völlig menschlich, in Situationen zu kommen, in denen du überfordert bist. In denen du an der Supermarktkasse stehst. Mit deinen Kindern oder mit deiner Partnerin oder mit einer Freundin oder vielleicht auch ganz alleine. Und dann einer vor dir irgendwie einen Spruch macht oder mit entsprechenden T-Shirts rumrennt oder was auch immer. Und dann fällt dir auf die Schnelle nicht ein, was du machen kannst. Und du zögerst vielleicht, weil du nicht willst, dass da vielleicht irgendwie eine körperliche Auseinandersetzung folgt und deine Familie irgendwie mit Mitleidenschaft gerät. Das ist völlig, völlig menschlich und völlig normal. Und das ist auch keine Feigheit. Da kommt ja dann häufig so dieses Gefühl hoch, da hätte ich was und ich bin schuld und jetzt kommt er damit durch und hätte ich doch nur und ich bin zu feige, ich kann eben nicht so und es ist alles sinnlos. Falsch. Jeder ist immer überfordert und jeder hat auch mal Angst, den Mund aufzumachen. Die Frage ist dann nur einfach, wie gehst du damit um? Aus meiner Sicht, bereite dich darauf vor. Wenn du weißt, was alles so kommen könnte, weißt du, wie du reagierst. Dann brauchst du dann in so einer Situation nicht lange überlegen, was mache ich, wenn dieser blöde Spruch kommt, wenn da ein Spruch kommt wie, die Juden haben die Macht in den Banken übernommen oder beherrschen die Medien oder ähnlicher Schwachsinn. Was machst du, wenn solche Sprüche kommen? Wie kannst du dich darauf vorbereiten? Da sage ich jetzt wieder, das Thema Filterblase. Mein Handy und meine Social-Media-Konten sind meine besten Verbündeten in der Hinsicht. Warum? Weil ich es mir antue, und es ist wirklich Schmerz, was ich mir da antue, ich tue es mir an, sowohl Linksradikale als auch Rechtsradikale Medien zu konsumieren. Und die unterschiedlichen Sprachgebräuche zu erfassen. Also die verschiedenen Theorien, die kursieren, die verschiedenen Schlagwörter, die kursieren, die verschiedenen Ideen. Als normaler, durchschnittlicher Mensch, der also weder nach links noch nach rechts extrem tendiert, sondern einfach nur durch den Tag geht und sein Leben lebt, kommt man auf bestimmte Ideen einfach nicht. Und man kennt bestimmte Begriffe einfach auch nicht. Und man kennt dann beispielsweise auch bestimmte Kombinationen von Ziffern und von Buchstaben nicht.
die in den jeweiligen Szenen sofort bestimmte Dinge auslösen, die sofort assoziiert werden, sofort miteinander verbunden werden. Etwas, was mir beispielsweise relativ neu war, ist die Bedeutung des Bildes von Wäldern. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich völlig unbedarft etwas geteilt, ein Posting. Ich mache das dann immer so, dass ich mir dann ansehe, von wem kommt dieses Bildchen, diese Grafik, dieser tolle Spruch ursprünglich, aus welcher Gruppe, wie ist die Gruppe so aufgestellt? Sind das normale Leute, Durchschnittsleute oder sind die links- oder rechtsextrem irgendwo gepolt? Haben die irgendwelche politischen Absichten und nutzen diese Dinge einfach nur, um mehr Reichweite in den sozialen Medien zu kriegen, weil einer das dann harmlos hält und denkt, oh, toller Spruch, den teile ich mal und dadurch eben dafür sorgt, dass solche Dinge, dass die Gruppe an sich und die Seite an sich immer bekannter wird, immer mehr Zulauf kriegt von den sozialen Medien durch den Algorithmus, weil es ja so häufig verteilt ist, muss es wichtig sein. Das sehe ich mir sowieso schon an. Und trotzdem bin ich letztens drauf reingefallen, was ich nicht wusste. Der Wald. Ein tolles Bild. Es ging im Grunde darum, dass der Wald geschützt werden muss, dass man den Wald achten muss. Der Wald mit einem wunderschöner Grafik, so romantisch. Also sowas, wo auch wir Frauen häufiger mal wahrscheinlich drauf ansprechen, als eher die Männer drauf ansprechen. Und einige Wochen später habe ich eine Dokumentation gesehen und in der Dokumentation habe ich dann erfahren, dass das so eine der neueren Methoden ist. Alles, was so mit Wald zu tun hat, dass das so von der Neonazi-Szene jetzt momentan sehr stark vereinnahmt wird. Dass es sowieso schon immer so ein Thema war, so dieses urdeutsche Thema, der deutsche Wald. Und dass da momentan sehr viel mitgearbeitet wird. Alles, was so mit Wald zu tun hat. Und dass das eben jetzt gerade so dieses En-Vogue-Mittelchen ist. Und da gibt's mehrere Strömungen von. Also in dem Fall, es ist der Wald. Also was ich euch jetzt wirklich empfehle grundsätzlich in den sozialen Medien, wenn ihr etwas teilt, wenn ihr einen tollen Spruch seht, ein tolles Bild seht, bevor ihr das teilt, seht euch an, geht auf die Seite an sich, wo euer Freund, eure Freundin das selber her hatte. Irgendwo ist das ja immer geteilt und geteilt und geteilt. Seht euch an die ursprüngliche Quelle, auf welcher Seite das ursprünglich hochgeladen wurde und guckt euch dann an, wie ticken die Leute da. Und guckt euch an, welche Seiten haben die geliked. Und guckt euch an, in welchen Gruppen sind die unterwegs. Und dann habt ihr schon eine Ahnung, wie die Leute ticken. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob das Bild wirklich so toll ist, dass es sich lohnt, mit solch einer Seite und mit solch einer Gruppierung in Verbindung gebracht zu werden und dafür mitverantwortlich zu sein, dass diese Gruppierung dank Algorithmus noch mehr bekannt wird und noch mehr von dem jeweiligen sozialen Netzwerk forciert wird. Es gibt immer wieder diese Unterströmung. Also das mit dem Wald, das war jetzt so gerade, das ist jetzt gerade mal so das Neueste vom Neuen. Das war mir nicht bewusst. Man lernt ja dazu. Was auch noch so Möglichkeiten sind, so dieses Hintertür-Einfalltor, was immer so gerne genutzt wird, ist wirklich so harmlos daherzukommen, mit einem normalen Thema daherzukommen und dann unterschwellig mit der radikalen Keule zu agieren. Beispiele. Gruppen, in denen es um Kindererziehung geht. Es kommt das Thema auf Sprachförderung in der Schule, dass Schüler besonders gefördert werden müssen. Und plötzlich geht es dann nicht darum, auf ein Problem hinzuweisen, nach dem Motto, ich sehe hier ein mögliches Problem, durch die Inklusion von behinderten Kindern, dass die mehr Betreuung brauchen, dass da eventuell mein Kind nicht so betreut wird, wie es ohne betreut werden würde,
Lösungsansatz wäre dann ja, das könnte eventuell passieren. Wie könnten wir, wenn es denn passieren sollte, dann gemeinsam darauf reagieren? Welche Lösungen können wir erarbeiten? Das ist so das Normale. Es gibt aber eine andere Variante und das machen dann gerne die Rechtsradikalen. Man kommt in so eine Gruppe hinein oder auf solch eine Seite hinein, in der besorgte Familien sind, die das Beste für ihre Kinder wollen. Und dann wird einfach in den Raum geworfen, dass die Förderung ja nicht mehr so gegeben ist und dass die einzelnen Kinder ja zurück nicht so lernen, wie sie eigentlich lernen könnten, weil man ja auf andere Leute Rücksicht nehmen muss. Und das wird einfach erstmal nicht als eventuelle Möglichkeit hingestellt, sondern als Tatsache. Das ist der erste Faktor, der darauf hinweist, dass du es mit extremen Meinungen zu tun hast. Und das zweite Kriterium, woran du das erkennen kannst, ist, dass es nicht um eine Lösungsfindung geht. Erinnere dich, das erste, es könnte eventuell möglicherweise ein Problem geben, falls es denn tatsächlich dazu kommen sollte, was können wir gemeinsam dann tun, um das Problem dann zu lösen? Das sind normale Eltern. Andere Variante, es gibt mit Sicherheit ein Problem und dieses Problem ist unlösbar, egal was wir tun, dieses Problem kommt dadurch, weil die Ursache des Problems vorhanden ist, das behinderte Kind, das Kind von Zuwanderern, das Kind, das Sprachförderung braucht, das Kind, das intensivere Betreuung braucht, das ist die Ursache und es gibt das Problem ist nur lösbar, wenn man die Quelle des Problems aus der Klasse entfernt. Dadurch merkst du, du hast es entweder mit normalen Menschen, mit normalen Eltern zu tun oder mit Extremisten zu tun. Und diese Schiene des ein ganz normales Thema mit einer ganz bestimmten Art und Weise der Argumentation übernehmen zu wollen und die Richtung der Unterhaltung zu drehen, gibt es in allen Bereichen. Ich habe das sehr verstärkt wahrgenommen, beispielsweise im Bereich Tierschutz. Ich liebe Tiere. Ich habe zum Tierschutz eine wahrscheinlich andere Einstellung, eine praktischere Einstellung als beispielsweise ein Veganer sie hätte. Ich esse beispielsweise Fleisch, bekennend. Aber ich akzeptiere auch völlig Veganer. Ich akzeptiere völlig Menschen, die absolut mit meiner Lebensweise nicht zurechtkommen und damit mir Diskussionsbedarf haben. Völlig in Ordnung. Ich liebe auch Zoos und Tierparks. Ich liebe auch Zirkusbetriebe. Ich liebe den klassischen Zirkus mit Tieren. Auch da gibt es Menschen, die all dies völlig ablehnen und die ihre Gründe haben, ihre Argumente haben, zu denen ich anders stehe, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Aber auch da gibt es dann unterschiedliche Personengruppen innerhalb dieser Bewegungen. Es gibt Tierschützer, die wirklich Tierschützer sind und sich um die Tiere sorgen und bei denen das Tierwohl im Mittelpunkt steht, die aber den Respekt, den gegenseitigen menschlichen Respekt mit dem Gegenüber beibehalten. Und dann gibt es andere, die den Tierschutz nutzen, um Hass auf Menschen zu streuen. Und dann kommen eben solche Bemerkungen wie, wenn ein Tier beispielsweise ausgebrochen ist aus einem Zoo oder aus einem Tierpark oder wenn irgendwo ein Tier verletzt wurde in einem Zoo oder Tierpark, was leider vorkommt, weil es immer wieder nur mal Idioten gibt, dann kann es eben dazu kommen, dass dann plötzlich solche Bemerkungen kommen wie, ja, braucht ihr euch ja nicht wundern bei eurer neuen Nachbarschaft. Ist mir untergekommen. Dann habe ich dann beispielsweise nachgefragt, welche neue Nachbarschaft, wovon sprichst du, was ist hier gemeint?
Und dann ging es darum, dass es ein Asylheim in der Nähe jetzt geben würde. Da war also ganz klar, dass da jetzt die Verbindung gezogen wurde, nach dem Motto, die armen Tiere müssen geschützt werden. Wer bitteschön auf dieser Welt ist nicht bereit, Tiere zu schützen? Es ist genauso eine dämliche Frage wie, wer bitteschön ist nicht bereit, kleine Kinder zu schützen? Wer bitteschön ist nicht bereit, ältere Menschen zu schützen? Wer bitte ist nicht bereit, die Heimat zu schützen? Also, schützenswertes Objekt, schützenswerte Person, schützenswerte Ideen, Gedanken, Traditionen nehmen, einen vermeintlichen Gegner positionieren und dann dafür sorgen, dass eine Verteidigungshaltung eingenommen werden muss. Angeblich. Es wird so unglaublich viel dann miteinander vermischt. Dann wird der Schutz der Tiere vermischt mit Asylheimen, die angeblich irgendwas damit zu tun hätten, dass Tiere flüchten. Dann wird damit vermischt Haltung der Tiere in Zoos und im Zirkus, damit, dass Personen, die im Zirkus arbeiten, von Ort zu Ort reisen, natürlicherweise, weil das Unternehmen ein bewegliches Unternehmen ist. Das ist ja kein stationäres Unternehmen in der Regel. Die meisten Zirkusse sind ja nicht stationär, sondern eben in Bewegung. Das ist Teil des Grundkonzeptes. Und es gibt Personen, die dann eben sagen, wir sind Tierschützer und alle Personen im Zirkus sind. Und da habe ich dann zum Teil wirklich Dinge gehört, wo ich gesagt habe, Zweiter Weltkrieg, jawohl, lässt grüßen. Da war also wirklich die komplette Art und Weise des Sprechens, der Formulierung, der Titulierung, der Personenbeschreibung war 1A übernommen. Also da kann jeder mal ein Geschichtsbuch aufschlagen und wird das wiedererkennen. Das sind so Dinge, die im Alltag vorkommen. Und dadurch, dass es so alltäglich ist, dass es so verdammt alltäglich geworden ist, dass es überall vorkommt, dass es wirklich, dass es jeder zu sagen scheint und jeder es für normal zu halten scheint, weil so wenige dagegen reden, weil sie sagen, ist mir zu anstrengend oder ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Dadurch entsteht dieser Eindruck, dass das in Ordnung wäre, so zu denken. Und in Ordnung wäre, sich zu benehmen wie ein Pottwal, wie eine Pottsau. Also ist nicht wie ein Pottwal, sondern wie eine Pottsau. Also das ist einfach, es ist so verdammt normal. Und warum ist es so normal? Weil wir uns benehmen wie der Frosch in der Suppe, im heißen Wasser. Die Temperatur steigt und steigt und steigt und wir wissen alle innerlich, wir müssen rausspringen, wir müssen was dagegen tun, dass wir hier gekocht werden. Wir müssen uns zur Wehr setzen gegen diese innere Haltung, die sich immer mehr breit macht. Aber wir sagen uns immer, ach, es ist ja irgendwie noch nicht so schlimm. Es ist ja irgendwie noch nicht so schlimm. Das sagen wir so lange, bis es dann so schlimm ist, dass wir nicht mehr weiterkommen und dass wir nicht mehr rauskommen können. Und es bringt auch nichts zu sagen, ach, der redet ja nur. Der redet ja nur. Nee, die Leute, die reden ja, weil sie ein gewisses Ziel verfolgen, weil sie etwas Bestimmtes erreichen möchten. Und sie reden ja nicht etwas, von dem sie denken, ich sag das jetzt mal, vertrete das offensiv, mache mich damit extrem unbeliebt. Und wenn ich dann mein Ziel erreicht habe, dann verhalte ich mich jetzt völlig normal und zivilisiert. Das ist eine Illusion. Deswegen finde ich es auch so fatal, wenn in politischer Richtung gesagt wird, lass sie doch. Wenn dann gesagt wird,
wer AfD wählt, wählt Protest. Ich finde das schwierig. AfD-Wähler wählen Protest. Ich finde, da gibt es eine ganze Menge andere Möglichkeiten. Da gibt es sinnvolle Möglichkeiten. Tierschutzparteien gibt es jede Menge. Es gibt Möglichkeiten, eine Partei zu wählen, die sich örtlich hauptsächlich einsetzt. Es gibt Möglichkeiten, freie Bürger zu unterstützen. Parteilose Kandidaten zu unterstützen. Die kann man auch wählen. Man muss nicht unbedingt eine Partei dann wählen, die solch furchtbares Gedankengut innehat. Und ich finde auch nicht, dass das normal ist, dass man sich dafür entscheidet, eine solch extremistische Partei zu wählen. Ich finde das nicht normal. Das ist auch nichts Alltägliches. Und ich finde es, jeder, der AfD wählt, sollte sich darüber auch im Klaren sein, dass er eben nicht nur eine Protestwahl durchführt, sondern mehr tut. Wir haben in Deutschland die Situation gehabt, nach dem Ersten Weltkrieg, dass eine Partei aus Protest gewählt wurde, weil die Veränderungen nicht schnell genug gingen, weil man der Meinung war, die Ehre, der Stolz nach dem Ersten Weltkrieg wäre verletzt und man müsste jetzt eine Partei wählen, die ein anderes Weltbild hätte, die mehr den eigenen Interessen angeblich folgen würde, die die Arbeitslosigkeit bekämpfen würde, anders agieren würde, die irgendwie mal alles anders machen würde. Hat man gewählt. Hat man. Wir kennen, glaube ich, alle das Resultat. Das Erste, was gemacht wurde von dieser Partei, die alles anders machen wollte, war dann ja tatsächlich auch, alles anders zu machen. Erstmal als allererstes dafür zu sorgen, dass es keine anderen Parteien mehr gab. Und damit keine Wahlmöglichkeit. Und damit da eben auch dafür zu sorgen, dass das die letzte Protestwahl war. Wer Protest wählt, ich finde es legitim, Protest zu wählen, sollte sich überlegen, wo man aus Protest das Kreuzchen setzt. Es gibt sehr viele Parteien. Überlegt euch einfach, welche Protestpartei tatsächlich eine Protestpartei ist und welche Partei für sich in Anspruch nimmt, eine angebliche Protestpartei und eine angebliche Volkspartei zu sein, die aber andere Ziele eventuell verfolgt. Und überlegt euch einfach bei allem, was ihr tut, was sind die schlimmstmöglichen Konsequenzen? Was kann schlimmstmöglich passieren? Und dann überlegt euch nochmal, welche Partei ihr wählen wollt. Also dieses geistige Preppern, das ist wirklich was Sinnvolles. Das empfehle ich nicht nur im Zusammenhang mit dem alltäglichen Kontakt mit extremen Personen. Dieses geistige Preppern hilft. Vorbereiten. Und weiterdenken. Und nicht nur denken wie, meine Situation ist nicht so, wie sie sein sollte. Die da oben machen irgendwie nichts daran. Die ändern nichts daran. Die sind nicht schnell genug. Die sind mir zu langsam. Wir brauchen jetzt mal eine Änderung. Legitim so zu denken. Aber dann eben bitte nicht zu kurzfristig denken, sondern ein paar Schritte weiter denken und überlegen, was kann schlimmstmöglich passieren? Was kann schlimmstmöglich passieren, wenn du aus Protest eine Tierschutzpartei wählst? Der Tierschutz könnte stärker berücksichtigt werden
ich sehe keine großen Nachteile für unser menschliches Zusammenleben. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Gut, also das ist so mein Ansatz. Also nochmal zusammengefasst. Versuche herauszukriegen, was ist das, was dein Gegenüber nicht hasst, sondern was ist das, was dein Gegenüber liebt. Und versuch das herauszufinden und versuch damit zu arbeiten. Zweitens, bereite dich vor. Wenn du vorbereitet bist, bist du auch schlagfertig. Dieses Vorbereiten funktioniert, indem du deine Filterblasen verlässt. Und auch wenn es schmerzhaft ist, die auch wirklich mal durchzulesen, wie reden die? Die ganz links denken und die ganz rechts denken. Auch wenn es weh tut, wie denken die? Und warum denken die es? Einfach um auch einen Gesprächsansatz zu haben. Ich gebe ja nicht auf. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass Gespräche das sind, was uns weiterbringt. Also auch das. Das Dritte ist, wirklich dich zu positionieren. Finde deine Haltung. Wenn du weißt, wofür du selber stehst, wenn du weißt, diese Haltung nehme ich ein. Ich bin für die Öffnung der Grenzen. Ich bin gegen die Öffnung der Grenzen mit folgender Begründung. Dann kannst du argumentieren und dann kannst du auf Argumente antworten. Und dann lernst du auch andere Argumente kennen. Dadurch kommt es zu einem Gespräch, zu einem Austausch im besten Falle. Und dadurch kommt man vielleicht zu einem gemeinschaftlichen Lösungsansatz. Es ist noch nicht das Nonplusultra, aber es sind Lösungsansätze, die man dann ja auch verfolgen kann. Also das sind so Dinge, wo ich einfach sage, Haltung, drauf vorbereitet sein und wirklich auch reagieren. Und wenn irgendwo was ist, hinterfrage das, was andere tun, warum sie es tun und was dahinter steckt. Und dann überlege dir, wie du reagierst oder auch nicht reagierst. Und das macht situationsabhängig. Das ist so mein persönlicher Tipp. Wie kommt man dazu, immer wieder am Ball zu bleiben? Und wie kommt man dazu? Wie trainiert man das? Da möchte ich morgen mal drauf eingehen. Ich werde morgen mal konkrete Beispiele mitbringen, die dir weiterhelfen. Und zwar in Richtung unterschiedliche Dinge. Einmal ein paar persönliche Beispiele, wie ich das trainiert habe. Denn ich sage dir, es ist eine lebenslange Übung. Und ja, es gibt immer wieder Situationen, wo du auch mal versagst, wo ich auch definitiv versagt habe. Und da erzähle ich dann morgen, wo ich dann einfach sage, so, da habe ich mal den Mund gehalten, wo ich die Schnauze hätte aufmachen müssen. Gibt's. Dann bringe ich mal mit Tipps in Richtung sowohl für Kinder als auch für Jugendliche, als auch für Erwachsene, je nachdem so Medientipps. Aus meiner Sicht, welche Bücher sind besonders geeignet? Welche Filme sind besonders geeignet? Welche Filmserien, TV-Serien sind besonders geeignet? Um einfach mal so ein Verständnis dafür zu bekommen, dass alle Menschen gleich sind, ein Gefühl für Toleranz zu bekommen, zu vermitteln und aber auch unterschiedliche Denkweisen zu erfahren, also unterschiedliche Arten und Weisen kennenzulernen, wie man mit solchen Krisen und kleinen Katastrophen und großen Katastrophen und solchen Problemen umgeht. Es gibt da ja unterschiedliche Dinge. Also mein Ansatz ist ja dieses rationale Auseinanderpflücken, schauen und dann darauf reagieren. Es gibt auch einen Ansatz, der sehr spontan, sehr emotional komplett ist. Auch das gibt's. Das ist auch ein anderer Ansatz, den ich manchmal gerne hätte, wo ich aber weiß, da und da könnt ihr euch das, ja, sage ich jetzt mal, anschauen, da könnt ihr euch das anlesen, einfach um euch mal mit diesen Techniken vertraut zu machen. Das sind so ein paar Dinge, da werde ich dann morgen drauf eingehen. Ja, und morgen ist dann auch schon der sechste und letzte Tag von Quersprech und dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass das eine oder andere euch ein bisschen weitergebracht hat. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Ist halt nur ein kleiner Beitrag von vielen und ich freue mich, wenn andere es ähnlich handhaben, einfach mal so im eigenen Umfeld nach den eigenen Möglichkeiten, mit den eigenen Mitteln einfach zu sagen, was funktioniert nicht und im Gespräch zu bleiben und davon zu erzählen, dass es einem eben selber auch passiert, dass man
nicht weiß, was man sagen soll, wenn ein rassistischer Vorfall ist. Und dass man eben auch nicht weiß, wie reagiert man, wenn man mit einem Chauvinisten vom Dienst irgendwie zu tun hat oder ähnliche Dinge, wie geht man damit um? Und ich sage einfach nur, Kommunikation ist alles im Leben. Aus meiner Sicht. Gut. Genug geredet. Ich habe völlig überzogen heute. Egal. Ich hoffe, ihr konntet noch die Augen aufhalten und konntet mir noch einigermaßen folgen. Morgen ist der letzte Tag. Morgen geht es nochmal weiter. Auch wieder um 18 Uhr. Und ich mache das dann auch wieder so wie gestern und wie heute, dass ich direkt in die Chronik streame und das Ganze dann hinterher dann, wenn alles fertig ist, nächste Woche dann nochmal in die Veranstaltung hochlade. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das Ganze eventuell dann nochmal vielleicht auch auf YouTube komplett hochbringe, einfach um dann auch die Möglichkeit zu geben, dass man da vielleicht nochmal reagiert, weil es auf Facebook eben auch nochmal eine andere Sache ist als auf YouTube. Wenn man auf YouTube irgendwie was teilen will, was verbreiten will, ist das noch eine andere Geschichte als bei Facebook. Bei Facebook, wenn da dann ein Beitrag geliked wird oder geteilt wird, kriege ich das mit. Vielleicht willst du das nicht. Vielleicht willst du einfach auch nur die Sachen für dich runterladen, irgendwie von YouTube und Co. und dir dann vielleicht nochmal in Ruhe ansehen, ohne dass ich das mitkriege. Und das funktioniert dann auf YouTube besser als hier beispielsweise auf Facebook. Und dementsprechend werde ich das Ganze wahrscheinlich nochmal zusammennehmen und dann als Playlist nochmal bei YouTube mit hochladen. Das mache ich dann aber alles in Ruhe nächste Woche. Heute und morgen dann noch. Morgen noch der letzte Tag. Morgen um 18 Uhr geht's dann nochmal weiter. Ja, dann bis die Tage. Ist es schon so spät? Wir hören und sehen uns dann morgen. Macht's gut. Tschüss.